Hallo und herzlich willkommen Leute beim weiteren Base-Build. Die kommen immer ganz gut bei euch an, da dachte ich, hey, ich helfe euch noch ein bisschen weiter und zeige euch noch ein neues Base-Build. So, ich habe die Grundsteine schon mal gelegt und ja, werde jetzt noch die Sachen sinnvoll verteilen. Die Clanburg natürlich wieder schön in die Mitte. Die Teslas auch. Die Luftabwehr, ich glaube, die setze ich mal hier so hin. Ja, doch, das kommt ganz gut, denke ich. Dann hier die Mörser wieder triangulieren. Also ganz einfach um Dreieck setzen einfach. Und dann setzen wir wieder unsere Lager hier hin. Da so. Setzen wir unten noch zwei Lager hin. Die Magiertürme. Ich glaube, die tun wir hier hinten hin. Ja, doch. Ja, ich glaube, das ist okay so. Was können wir da unten hin tun? Da könnten wir unsere Kanone hinschicken. Haben wir da eine Kanone? Was haben wir noch? Wir haben noch. Okay, setzen wir eine Kanone an das Ende, eine Kanone an das Ende. Dann da nochmal ein Magierturm hin. Magierturm, was laber ich? Bogenschützenturm dahin, so. Damit es schön gemischt ist. Muss immer schön gemischt sein. Setzen wir das hier so noch. Und das so. Wunderhübsch. Dann würde ich sagen, wo kommt das schwarze Elixier hin? Oben oder unten? Wo ist besser geschützt? Ja, ich denke, hier oben ist es besser geschützt. Dann setzen wir das mal hier oben an die Spitze hin. So. Ich glaube, das hier setze ich mal weiter runter. So, dann tun wir da eine Sprungfalle noch hinsetzen. Damit, wenn hier Riesen durchkommen, damit die weggeschleudert werden, versteht sich. Setzen wir da noch eine Sprungfalle und eine Bombe hin. Noch die Pumpen tue ich ganz gerne eigentlich immer, also die Pumpen und Minen tue ich immer ganz gerne in die Mitte setzen. Also das heißt in die Mitte, ich tue die gerne in die Mauer noch rein. Einfach weil, ja, damit ein bisschen Loot einfach in der Base bleibt und, ja, nicht unbedingt so schnell gestealt wird und vor allem, weil die einfach verdammt viele Leben haben. Also so, die halten die Gegner schon eine Weile auf. Es ist nicht so, dass die, ja, auch da ist eine Mine, eine Pumpe, auch scheiß drauf, machen wir einfach weiter, sondern die müssen da schon eine Weile drauf rumhacken, bis das Ding kaputt geht. Und es verschafft einem immer ein bisschen Zeit. Und ja, es ist ziemlich nützlich eigentlich, ein bisschen Zeit zu haben. Wo setzen wir die anderen Bomben hin? Ah, wir könnten. Nee, ich setze die Teller fallen dahin. Deswegen hatte ich ja eigentlich hier diesen Spalt gelassen. Und setze dafür dann hier noch eine Bump hin. So. Ich glaube, die Fallen haben wir fast perfekt schon gelegt. Legen wir noch da eine Luftfalle hin. Da eine. Und hier unten. So. Ja, das muss ganz gut sein. Tun wir die Bombe bisschen weiter nach oben und stellen da noch mal unsere Bauhütte rein, damit die auch noch mal irgendwo steht. Das Rathaus kommt wieder hier an die Seite, wie üblich. Dann würde ich sagen, wo müssen wir es am meisten schützen? Wir müssen eigentlich die Seiten müssen wir richtig gut schützen. Dann machen wir das so. Ist das gleich? Jetzt ist das gleich. So, und setzen wir hier unten auch noch zwei davon hin. So auf die Höhe von der Bombe. Eins unten drunter, so. Damit die nicht direkt durchkommen und wie heißen die Dinger? Lager. Damit die nicht direkt unsere Lager schrotten. Das will niemand. Ups, hey, du sollst da bleiben. So. Mein letztes Base Design hat super funktioniert, also ich mache das nicht. Ich mache eigentlich Base Designs einfach nur, wenn ich Lust dazu habe. Und nicht, weil mein altes nicht mehr funktioniert, weil meine Base Designs funktionieren für mich immer, also da habe ich kein Problem damit. Und ich mache einfach gern Base Design Videos, weil ich euch gerne helfe. So. Dann setze ich das noch hier hin. Also, wie ich es immer sage und auch immer mache, die Minen sind verdammt gute, wie soll man sagen, Boxsäcke für die Gegner halt, weil die Gegner brauchen eine Ewigkeit, okay, keine Ewigkeit, aber die brauchen halt schon ziemlich lange, um das platt zu machen. Ich meine, es ist nicht so, dass die einfach dran vorbeilaufen.
Das dauert schon ein bisschen. Wir könnten das hier noch da hinsetzen, dann kommt die dunkle Kaserne da oben hin. So. Und das war's jetzt auch schon wieder. Ein wunderhübsches Base-Design. Sehr strukturiert. Meine Base-Designs ähneln sich halt alle immer ein bisschen. Es liegt einfach daran, dass so eine gewisse Form einfach ziemlich gut ist und ich würde sagen, wir greifen erstmal an. Wow. Okay, der letzte, warte mal, ich zeige euch mal kurz die Wiederholung. Ich habe die selbst noch gar nicht gesehen. Der hat nur einen Stern gekriegt, aber leider ziemlich viel Loot. Das gucken wir uns mal im Schnelldurchlauf an. Mit so einem krassen Angriff hat man kaum eine Chance eigentlich. Mit dem, was der angegriffen hat. Ja, Riesen-Heiler-Taktik. Standard-Taktik so. Ah, noch mit Kobolden. Eieiei. Aber er kriegt nicht die ganze Base, weil wir ihn einfach sofort schrotten. Obwohl unsere Teslas ausgeschaltet sind. Und ich glaube, eine unserer Lu. Nee. Nee, nur die Teslas. Obwohl die Teslas down sind, hat er nur einen Stern gekriegt. Und 56%. Das ist doch nice, oder? Ich meine, man kann bei so krass. Man kann nicht immer gewinnen. Es geht nicht. Es gibt keine Base, mit der du immer gewinnen wirst. Es geht einfach nicht. Es sei denn, du bist das allerletzte Level und chillst irgendwo ganz unten in der braunen Liga oder so. Und ich greife einfach die ganze Zeit nur so Rathaus Level 5 an oder so. Dann gewinnst du wahrscheinlich die ganze Zeit. Aber das ist ja auch Pipifax, ich meine. Es ist genauso wie ein Kampf zwischen einem Tiger und einem Meerschweinchen. Das ist mal auch kein Unterschied. Okay, wir suchen uns jetzt noch einen schönen Gegner, den wir plätten können. Einfach so, just for fun. Also hier könnt ihr eigentlich schon weggehen, wenn ihr keinen Bock habt, mehr einen Raid zu sehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal für die, die jetzt schon gehen wollen. So, die, die hier bleiben, wir schauen jetzt nochmal nach einem guten. Oh yeah. Den schnappen wir uns. Okay. Magerturm, welcher stärker? Keine Ahnung. Clantruppen? Oh ja, keine Clantruppen. Okay, dann setzen wir erstmal ein paar Fleischschilde runter. Dann lassen wir ein paar Riesen runter. Zack, Mauerbrecher. Heilzauber. Jede Menge Bogenschützen hinterher. So. Dann lassen wir nochmal schnell ein paar Mauerbrecher rein. Ein paar mehr Barbaren. Die restlichen Riesen. Dann ragen wir die erstmal. Zack, so. Dann lassen wir unsere restlichen Barbaren runter, damit die schön alles zerstören. Die Bogenschützen nochmal, damit die von hinten alles zerbersten. Und erstmal einen Heilzauber in die Mitte, damit unsere Barbaren und alle Bogenschützen einfach mal schön das ganze Loot klauen können. Und das ist ein richtig, richtig geiler Raid. So muss ein Raid sein. Ich meine, wir haben jetzt schon fast. Obwohl, nein, die Lager sind ja noch voll. Krass, seine Pumpen, meine ich, sind ja noch voll. Dann schnappen wir uns die jetzt auch, oder? Habe ich hier unten mal meine Magier gedroppt? Ja, die hätte ich ja nicht droppen sollen. Die gehen jetzt, glaube ich, direkt drauf. Ja, das ist sehr unklug gewesen, die Magier bei den Teslas zu droppen. Na egal. Hoffentlich kriegen wir das letzte Gold da unten noch. Das wäre echt geil. Weil. Ah, oh, ich habe Bock auf 100%. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir hier noch 100%. Das wäre echt nice. Das wäre echt nice. Und ich weiß immer nicht, wie ich meine Base Designs nennen soll. Da fällt mir eigentlich überhaupt nichts ein. Okay, nee, ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Ist schon zu viele von unseren Truppen sind schon down. Schade. Ich hätte die Magier nicht so verschwenden sollen. Die hätten noch viel hilfreicher sein können, wenn ich nicht so blöd gesetzt hätte. Verdammt. Oder ich hätte einen Heiler mitnehmen sollen oder so. Okay, können wir eigentlich schon beenden. Mehr kriegen wir da nicht raus. Aber das hat sich doch trotzdem sau gelohnt. Ich meine, zieht euch jetzt rein. Das sind 500.000 ungefähr. Was will man mehr? So, ja, Leute, das war's für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.